Und damit ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part der Let's Play Soul Hackers 2. Ich bin es am Swafix. Wir öffnen jetzt erstmal kurz die Pforten. Ich bin jetzt hier nämlich nochmal rumgelatscht und habe jetzt schnell hier für uns die Pforten zumindest erreicht, dass wir die hier schnell machen können. Curvely Skill, fügende Kommandos dazu. Müssen wir gar nicht schauen, das ist das Wichtigste überhaupt. Ich habe mir diesen Skill so für sie gewünscht und jetzt haben wir ihn. So, sag mal, my lady. Arrow trägt dein Comp in deinem Holster, richtig? Wo trägst du denn normalerweise? Wenn ich dir das sagen würde, wäre ich kein besonders guter Profikiller, oder? Nein, verstehe. Du hast es also irgendwo, wo es leicht zu verstecken ist. Aber Moment mal, sei es das Kompass, der so riesig Wunder aller Welt, steckt ihr das hin? Ich habe keinen blassen Schimmer. Also läuft er öffentlich immer mit seiner Waffe rum. Ja gut, liebe Leute, wie gesagt, wir sind beim letzten Mal eigentlich nicht hier gewesen, aber ich möchte das jetzt ganz kurz hier machen. Ich habe jetzt auch ein bisschen Geld noch gefarmt, damit wir ein bisschen Waffen upgraden können. Habe jetzt offscreen alles gemacht. Und der Hintergedanke ist natürlich, dass wir im letzten Dungeon, ja, versucht haben, hier nun Iron Mask zu finden. Wir haben hier schon gesehen, dass Ash uns beobachtet und es wird wahrscheinlich wieder zu einer gar nicht mal so schönen Konfrontation zwischen ihr und Saisa wiederkommen. Aber davor mussten wir jetzt erstmal den Dungeon verlassen, weil wir haben zwar beim letzten Mal eine Keycard gefunden, was ganz cool ist, aber leider ist so ein blöder Mothman, der uns die ganze Zeit MP klaut und ich weiß nicht, was ich dagegen machen soll. Wir bräuchten ein Anti-Motten-Spray. Stell dir mal vor, ihr habt so ein riesiges Ding und da macht ihr so ein Spiel, da macht er Hilfe, ein Motten-Spray. Naja, hier habe ich dasselbe gemacht. Zumindest in 2E habe ich hier die Ebene nochmal gesucht, wo das Portal ist. Das habe ich dann hier ganz, bin ich dann auch zum Savepoint gelaufen. Wir werden jetzt nicht weitermachen. Theoretisch könnten wir es ja machen, aber das machen wir jetzt bewusst nicht. Mal schauen, ich denke mal hier. Und dann haben wir, ihr seht hier, können wir auch noch eine Fähigkeit bei Ringo freischalten, was natürlich geil ist. Weil die Fähigkeiten, besonders für die zukünftigen Bosse, werden wir auf jeden Fall brauchen. Und deswegen freuen wir uns doch sehr, dass wir das hier haben. Genau. Das hat man auch locker freischalten können. Ich glaube, bei ihm haben wir Haft. Locker. Also, was gibt's hier schön als Fähigkeiten? Schusskombo, yo. Müssen wir gar nicht schauen. Das sind immer die wichtigen Skills. Badass, right? Sei so, dieses Ding, das an einem Kamm baumelt, ist das ein Hai? Ja, yep, der Schrecken der Meere. Ich nenne ihn Zähnchen. Ist er nicht knallhart? Oh, cool, aber warum hast du den überhaupt? Perfekt. Er wirkt von außen an, aber gefährlich, abweisend oder dahinter versteckt sich ein Hauch von Charme. Er ist genau wie ich. Schon wahr, du hängst auch gerne rum und bist im Kampf mehr dekorativ als hilfreich. Wie sie nachgedisst haben, Mann. Ringo, die kann schon gut austeilen. You did it. Also gehen wir noch zu ihr. Look out! Nix gesehen, Mann. Meine Lieder Seda hat ihn einmal angeschaut und ist er tot umgefallen. Okay. Dann hüpfen wir nochmal hier raus. Gehen nochmal zu dem Sektor 1. Dann werden wir nämlich jetzt als sehr wichtigstes, nämlich Fähigkeit mit Ringo freischalten. Das ist ja leider, dass wir das immer nur in der Hauptzoll weitermachen können. Und deswegen immer hier ein bisschen dauert, bis wir da weiterkommen. Aber nichtsdestotrotz lohnt es sich natürlich am ehesten, weil sie ja eh gut ist und wir eh alles Wichtige in sie reinstecken. Wir schon. In die passt ganz schön viel rein. Für die, die den Witz kennen. Und dann schauen wir mal. Da sind wir fertig. Dann gehen wir nochmal zu ihr. Bam. Nein, ich will das Geld scannen. Also. Körperlich Kombo. Außer Angriff. Hm. Dann lohnt es sich eigentlich bei ihr nicht, weil wir haben da nicht so viel. Vielleicht vermündet ein Dämon einen zusätzlichen Skillspot. Das ist eigentlich wichtiger. Je länger ich mir diese Dämonen ansehe, desto mehr denke ich mir, manche sind eigentlich ganz niedlich. Denkt ihr auch manchmal sowas? Ja, ich meine, sieh dir Inaba an. Wenn sie in der Nähe aufgeht, schnapp ich mir Nadel und fahre und repariere es wieder. Mein Poltergeist ist ein ziemlicher Schlingel. Er versucht ständig, mit Kindern Angst zu machen. Ich habe mal gehört, Oma Roki, kann man essen? Seitdem habe ich ihn immer dabei. Was? Bitte? Willst du ihn etwa essen? What do you desire, Ringo? Further, nee. What do you desire in the name of evolution? Also wäre natürlich geil, wenn das auch für alles außer den Angriff gelten würde, aber so ist es halt nur mittelmäßig, das Skill. Aber der Skill, dass wir einen zusätzlichen Skill tragen können, sagen wir so, das ist mega stark. Und haben wir auch natürlich Cosplay ausgerüstet. So, also liebe Leute, ersten 5 Minuten des Partys hier schön verschwendet. Aber jetzt sind wir wieder ready to go. Und wenn es erlaubt ist, würde ich jetzt schnell was futtern. Mahlzeit futtern, was gibt's hier? Jo, von mir aus. Reminds me. So, passt, gehen.
Dann sind wir gut ausgerüstet, haben uns gut gestärkt und nun geht's zurück zum ursächlichen Haupttown. Leute, das ist echt traurig, wir haben bis jetzt noch nicht über die zweite Ebene geschaut, aber erst da diese komplexen Rätsel, ich meine, durch die Tür gehen, liebe Leute. Das überfordert mich schon. Und komm, dann geht's jetzt los, Mann. Jetzt lass ich mich von nichts unterkriegen. So, was heißt hier, Mann? Boah, schau ich mal auf einer, wie viel Leben Ringo hat. Also Ringo ist echt der beste Charakter. Vom Gameplay auch. So, jetzt gehen wir erstmal 2E, weil da konnten wir vorher nicht rein. Mir geht es jetzt wirklich weniger ums Einsammeln von irgendwelchen Items. Mir geht es einfach nur um die Tatsache, dass ich nicht weiß, ob ich vielleicht auch hier dann irgendeine Keycard oder so dann wieder brauche. Aber okay, hier ist nur noch meine grantige Oma. Von der Oma hätte ich auch Angst. Hallo Oma, was ist? So, dann gehen wir zum dritten Stock. So, ihr seht, da sind wir jetzt wieder getrennt. Schauen wir mal, ob wir auf der richtigen Seite sind. Ne, ich glaube, das ist der Aufzug, wo man echt das Secrets findet. Wir sind immer auf der anderen Seite, Mann. Ich habe dich nicht gesehen, dann hast du mich auch nicht gesehen. Also. Da kommt gar nichts, Mann. Du lügst mich voll an. Wer hat hier die ganzen leeren Rollwagen hingestellt, Mann? Now we can relax. Ganz ernsthaft mal, wieso kann ich die Rollwagen nicht einfach wegtun? Es sind Rollwagen, meine guten Freunde. Es sind nicht irgendwie Panzerschrecke, nein, es sind Rollwagen. So, ein neues Portal freigeschaltet. Okay, dann haben wir diesmal glücklicherweise gleich den richtigen Aufzug genommen. Ihr wisst natürlich genau, dass jetzt wieder dieser Drecksmoffman kommen wird und uns die ganzen MP klauen wird. Aber Mushu ist ja da. Ich hab darauf keinen Bock, Mann. Das Schlimme ist, der klaut halt wirklich halt immer so 150 und das ist halt einfach die Hälfte von allem, was ich hab. Naja, speichern wir kurz. Und dann würde ich sagen, Rinder. Ja, er wird jetzt nicht nur wieder die MP klauen, das wird lustig. Ich hate dich so sehr. I desire to spread your passion throughout the world. This nonsense again. You're just going to drain my stamina, so cut the crap. Yeah, go ahead and laugh it up. Let's do this. I shall sleep. Oh, come on! Ugh, really knows how to get me. Tagfähig. You know shall what we? To do. Might as well test in it. My sight. Ah, verdammt, Eis war jetzt eine Schwäche, okay. You like that? So. Sechs. Leute, stellt euch mal vor, sie kriegt dann noch zusätzliches wir bräuchten eigentlich bei ihrem Upgrade nicht, dass sie, weil sie hat jetzt, dass sie zusätzlich nochmal Double Chance hat, das ist schön und gut. Aber was sie bräuchte, wäre, dass die Chance erhöht wird, dass sie kriegt mit ihr da Fleischkugel angriffen haben. Ich glaube, da kommen wir echt irgendwo so zwischen den Sack hin. Also, wieder die Hälfte der MP verloren, können wir wieder gleich eigentlich den Dungeon verlassen. Machen wir natürlich jetzt nicht. Wieso bin ich jetzt, achso, der hat mir jetzt wahrscheinlich ja Keycard gegeben. So, da, Now we can relax. Warpen wir uns runter. Geht schneller. So, dann nehmen wir jetzt den mittleren Aufzug, gehen jetzt nochmal schnell auch in den dritten Stock. Gehen diesmal aber auf die andere Seite. Get ready. Sick. That was close. Get ready. Also, ich bin froh, dass ich keine... Ah, nee. Achso, der geht zum vierten Stock, nee. Er wird zum dritten Stock. Wieso kann ich mit dem nur zum vierten Stock fahren? Ging doch vor auch, dass ich da zu anderen fahren kann, oder? Vielleicht ist es ein Zeichen, dass da ein Boss und so weiter. So. Oh, du hast auf uns gewartet. Das ist aber lieb. Der war nämlich gerade eben schon da. Okay, gut. Mehr ist jetzt hier auch nicht, aber immerhin wissen wir es jetzt. Naja, dann nehmen wir den. Der Aufzug hält mir nicht auf diesem Stockwerk. Okay. Was lustig ist, weil es vorher auch ging. Aber egal, wir fahren jetzt gleich zum vierten Stock. Komm, wenn das meint, das Spiel. Da wird schon irgendwas Wichtiges auf uns warten, oder? Jo. Jo. Incoming!
Ah, okay, das ist jetzt auch das erste Mal, dass wir... Oder doch nicht, ne, ich dachte, das wäre jetzt endlich mal, dass wir... Dass egal ist, welchen Aufzug wir haben, aber... Nö, nö, ist immer noch so, dass jeder Aufzug immer woanders uns hinführt. Also, da draußen steht schon mal eine Pixie. Die man hoffentlich mal ein MPs gibt, man. Das ist so... Wo steht die? Ah, okay, gut. Na, ja, es lohnt sich hier nicht, über den anderen Aufzug daher zu fahren. So. Hä? Ja, da Garazo. Du bist doch der Anführer der Bande, oder? Von den Richter, von der... Also bist du eigentlich Arrows Chef, oder? Well then. Theoretisch schon. Also, 3, 2, 1. Get ready. Knapp. Gutes Teil, aber fast haben wir es richtig getimt. Over there. Careful. Now I can relax. So, Plaudi werden freigeschaltet, das ist das Wichtigste. Ich will gar nicht wissen, was ich jetzt schon wieder gefunden habe. Hier sind immer so dreckerten, abgestandenen Häusern. Und dann sagen die, da hab ich hier einen Lutscher gefunden. Oh, lecker, lecker, lecker. Okay, jetzt müssen wir wieder links. Ah, Leute, das ist, also ich muss sagen, das Dungeon Design ist echt die Schönste, weil ihr seht, ich meine, klar, Gebäude sind immer symmetrisch aufgebaut, aber es ist halt wirklich einfach eins zu eins dasselbe wie im Stock drunter. Incoming. So, einen gelben schnapp ich mir. Eine Lamia, my lady. We've never fought that one. Doch, die haben wir schon mal bekämpft. Ich weiß mal, was sie hat. Get job on. We can't let them get away. Junge, komm. Theoretisch schon. Theoretisch kann es klappen. Passt. Und ein Messinggriff. Haben wir schon wieder ein paar zusätzliches Geld hier kassiert. Danke. Das müssen wir eigentlich mit Heil-Items machen. Weil TP sind hier definitiv in dem Dungeon zu wertvoll, dass man sie einsetzt. So, warte, wo ist da Tür? Ah, ne, da unten ist die Tür. Okay. So, okay, da geht's storytechnisch. Ach komm, was haust du dreimal daneben, Mädel, Mann? Quetz. Ich hab Quetz. Ich hab Quetz! So, Prinzipiell verdient den Tod, allein schon wegen dem doofen letzten Fight. Oh, sehr schön! Let's go. Alter, was critten die Jungs und Mädels halt noch? Ich sag euch mal, es wird auch später noch ein Update geben, dass wenn man crittet, dass die Gegner, dass man auch ein zusätzliches, Er kann nicht selbst, kiss mich. Oh mein Gott! Quetz? Zum Glück bist du nicht meine Quetz, weil meine Quetz ist nämlich eine gute Quetz. Meine ist eine richtige Luzidore, deswegen habe ich kein Mitleid mit dir. Also, okay, dann haben wir das. Jetzt schauen wir trotzdem mal kurz da unten, was ist. Diesmal treffen wir auch, wenn wir draufhauen. Jetzt wie gerade eben. So. Oh, TP und MPI. Das ist das Beste, was ich mir wünschen hätte können. Diese Fake-Räume. Es ist mir schon klar, dass da immer dann theoretisch ein Dämon spawnen kann, mit dem wir uns unterhalten können. Aber dass er immer random ist, wann, wo, wer spawnt, ist echt badig. Du gehst rein, da muss es einfach nichts, Mann. Geht eh nicht. Oh, der Pegal passt. Dankeschön. Schau ich mal das Haus da drüben an. Das sieht aus, als würdest du uns anschauen. Also, ganz ehrlich, das ist echt... Also, ein bisschen schlechte Spiegelung sind es schon. So, und ich denke mal, dafür werden wir die Keycards brauchen. Frage ist, ob jetzt schon der Fight kommt. Wahrscheinlich kommt jetzt schon Bossfight, aber das ist mir wurscht. Wir stimmen jetzt rein und werden das schon irgendwie deichseln. Ich glaube an uns. Nach einem, was...
Ja, genau. Also ist offen. Passt. Und es ist Ash. Wer sonst? Ash. Saizo, this isn't like you. Why are you even here? Isn't this usually the part where you turn tail and run? Yeah, just about. Go home. You're powerless to change anything by yourself, and you know it. Then, why don't you come with me? Huh? I already told you I can't. Is your skull really that thick? Fine then. If you want to die so badly, then allow me. What should we do, Melody? Isn't it obvious? We don't exactly have time to play with Saizo's little ball of sunshine here. You don't exactly light up a room yourself, you know. Excuse me? Sorry, guys. Just give me a little more time. Shut the hell up! This next one's where we ended, Saizo. You know what that means, right? Yeah. Don't give up on her. Thought never crossed my mind. I'm glad to hear that. I'm hoping to see a future where both you and Ash are still here. How delusional can you get? Iron Mask has already won. It's over. Now that Zenin has Mangetsu's Covenant, he's damn near invincible. Just walk away while you can, Saizo. You're lucky to even be breathing. Why throw all of that away? So Iron Mask won, huh? What about you? Where do you fit into all of that? What? Who cares where I fit in? I do. And doesn't that tell you how you really feel? You could kill any one of us. That doesn't mean anything for you in the end. One look, and it's clear you don't belong over there. But... no! I'm a devil summoner for the Phantom Society! Why do you give a rat's ass? Tell me why, Ash! You can't change fate. You should know that better than anyone. No more talking. I'm sending you all straight to hell! I'll put an end to all of this! Yeah, it's high time we start things over. Come on, I'll prove to you that I'm not going anywhere! Eine energische Seite. Wir haben ziemlich wenig NP. Okay. Wenn wir... Ah, sehr schön, genau. Das ist nämlich so, wie ich gedacht habe. Oh mein Gott, ist die Musik schon wieder badass, Mann. Die Bossfight ist so geil. Und ich finde es halt immer so cool, dass unsere Charaktere auch immer... also, dass sie immer so richtige Sprüche haben. So, komm. Oh, wieder kommen wir schön. You must be hungry. Nee, nee, brauchen wir noch nicht. Komm. Dinner time! Gute Damage, liebe Leute. Do it. Yes, Mahatman. Oh. Going for the kill. Oh. Gar nicht gut, gar nicht gut. Aber okay, er hat Eiserschwäche. Das heißt, eigentlich ist es sehr easy. Yo, das ist sehr easy Fight. Jetzt machen wir nämlich ein Eiskombo und zweites. Ich heb mir mal meine Fleischkugel auf. So, Lady gegen Lady. Mabufu.
Nice Atem. 5er Kombo, das wird wehtun. Ah, Miasma nackt in deinem Körper, nicht gut. You must be hungry. Time for me to get serious, Saizo. What now? If you really care about me, then you'll die again. With you gone, I can keep on living. Now you're gonna get it. Mir gefällt es nicht. Die sollen zusammenkommen, Mann. Okay, in der Gummi. Okay. Aber wir sind dran. You know the drill. Promise it. Don't be a hero. Do it, Saizo. Sehr gut. I know we can win this. Never know until you try. We need to watch ourselves. Humility. Are you all right? Oh, just getting started. As long as we work together, we got this. Nein, 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 das war dumm. Ah doch, oh, hat er Schwäche, ist alles gut, ist alles gut, ist alles gut. So, wir werden es jetzt beenden. Wir werden es jetzt bald beenden. Alter! Ja gut, wir müssen nur sie besiegen, der Rest ist wurscht. Oh mein Gott, Mann! Und jetzt haben die halt einfach 5 Aktionen. Wir müssen noch einmal mit Milady drankommen, dann haben wir gewonnen. Also, Milady, tut mir leid. Aber wir werden es jetzt hier beenden. Tut mir leid, Saizo. Shall we? Let's see some fire. Finish them off, Saizo. You piss me off. I hate you. All your kidding. Shit, shit, shit. Kidding. Sorry, but we gotta win this. Not on top. Now, here I come. You unlucky? You piss me off. Huh? My demons. It's over. Come on. I got you. Oh, I can't do it. Not after all this. I just can't do it! Yeah, thank you! Ash! That's so reckless. I'm sure we did some serious damage that time. We gotta go after her. Wait, Saizo. Don't tell me to wait, Fig. I've almost gotten through to her. I'm so close. And I want to make sure you succeed. So please, calm down and listen. Thank you for understanding. You need to know that my sensor's readings are getting spotty just up ahead. Some kind of interference? Yes. With that much feedback, there's bound to be high-tech jammers set up all over. Good to know. Be careful, Ringo. Thanks, Vic. Ash, I'm not letting you go. It'll be okay, Saizo. We'll get through to her. Don't screw up this last chance with Ash. If I'm going to deal with all this drama, it better not be for nothing. I know. Thanks, you too. Ich glaube, das waren die aufmunterndsten Worte, die Milady jemals gesagt hat. So. Ich gehe jetzt davon aus, dass das der dass das der Boss für diesen Dungeon war. Ich speichere jetzt trotzdem mal, weil das ein Boss kommt, sind wir natürlich Game Over, so wenig MB haben, aber wir gehen rein, Leute. Und hoffen mal. Ich habe das Gefühl, dass, na, es kann eigentlich zwischen den beiden gar nicht gut enden, was mich sehr traurig macht. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es... Ah. Ich hoffe es, liebe Leute. Schönes romantisches Ende. So, warte mal, jetzt bin ich wieder mit der Map verrutscht. Was sind wir denn? Da. Wo geht's da lang? Wir gehen erstmal da lang, wo wahrscheinlich keine Gefahr sind. Ach so, der Dungeon geht weiter. Ja, top. Okay, nehmen wir alles zurück. Es wird wahrscheinlich noch ein Boss reinkommen. Oh nein, ich dachte...
Ich war mir tatsächlich sicher, wir waren fertig, Mann. Bitte sag jetzt nicht, dass ich dann nochmal so einen Aufzug rätsel und so machen muss, Mann. Careful. That was close. Look. Das war jetzt nur das eine. Bitte. Mehr geht nicht. Okay. Danke. So, da geht's weiter. Incoming. Weg da. Es sieht hier auch irgendwie nicht so gut aus, Mann. Alles abgesperrte Büroräume. Hä? Look out. Weg da. Leute, wir müssen die Liebe hier verbreiten. Sehr schön, natürlich daneben gehauen. Wir müssen die Liebe verbreiten. Ich bin der Liebesmuffix in diesem Part. Deswegen bringen wir unsere beiden Liebesvögel hier zusammen. Egal, was es kostet, Mann. Ich hoffe, ihr das selbst, weiß ich nicht. Arrow, Leute. Damit könnte man leben. Na, Arrow ist in Ordnung. Danke, Hi-Ho-Hi. Aber Bossfight-King, jetzt am Ende ganz ernsthaft, du musstest sicher, das ist nämlich der Trick, den wir immer haben, weil die Dämonen könnt ihr unbegrenzt beschwören und hättest du dich jetzt mit den Dämonen zu sehr versteinert, dann wärst du halt einfach down gegangen, weil da halt einfach viel zu viele waren und das ist halt echt schlimm, weil die halt auch 5 Aktionen dann bekommen. Ah, ich denke, darf jetzt weitergehen? Dann gehen wir erstmal nochmal kurz da. Ah, da ist nichts. Okay. Careful. Ja. Aber wie gesagt, solange man sich dann auf sie konzentriert hatte, ist es eigentlich ganz in Ordnung gewesen. So. Ach so? Bin ich jetzt fertig? Ach so, okay. Das ist ein komplett neuer Aufzug. Ich dachte, ich fahre jetzt dann irgendwie wieder in einem Aufzug, den ich schon lange kannte. Naja, okay, dann ist ja in Ordnung. So, latschen wir da ein wenig lang. Links nichts, rechts nichts. Ah, rechts was Gutes. Jetzt ist natürlich die goldene Frage, wo wir überhaupt hingehen müssen. Muss jetzt nochmal das ganze Gebäude hier absuchen. Naja. Geht das so. Ich hoffe nur, wir werden immer gewarnt, bevor jetzt hier der Super-Duper-Fight nochmal kommt. Okay, das war eine Fake-Area. Das hat uns jetzt ziemlich wenig gebracht. Dann geben wir nochmal einen zweiten Schock und dann einen ersten Schock und ich... unser eigenes Ziel ist ja, wie gesagt, also... Ihr wisst, ich als Saizo Fanboy Nummer 1 wünsche mir natürlich, dass wir die beiden wieder zusammenbekommen. Aber unser eigenes Ziel ist ja, Iron Mask zu finden. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass wir diesem Ziel kein Stück näher bis jetzt gekommen sind. Careful. Da, was der zweite Stock so bringt. Nett. Erst ganz hochlaufen, dann ganz runterlaufen und nichts vorweisen zu können. Okay, da leuchtet schon mal was. Incoming. Was ist das leuchtende Symbol? In Luftschacht hüpfen, genau. Now we can relax. 8000 von den Viechern droppen da, oder was? You did it. So. Omi? Goodbye. Du bist nicht meine Omi. Also ich hoffe zumindest. Lina said, das ist meine Omi. Jawohl. Wenn ich hier Omi sage, ich glaube, dann tut es mir mit der Beißzange da umbringen. Goodbye. Aber ich glaube, es ist hier gar keine Beißzange. Es wurde schon wieder zensiert, oder? Normalerweise glaube ich, ist das immer Beißzange. So. Das Ding ist, ich habe halt null Ahnung, wo ich jetzt genau hin muss. Deswegen müssen wir jetzt wirklich mal alles absuchen. Na gut, da ist schon wieder alles zugesperrt. Dann haben wir da unten noch so. Ja, ich denke, wir werden schon da hingehen müssen, wo das Ausrufezeichen ist. Außer... Kein Gegner spawnen. Look out! Careful! Könnt ihr mir gar nichts haben. Ich bin schon 10 Meilen weg von euch. Die Decke sieht aus, Lukas. Okay. Und was sagt mir das jetzt? Top. Ich dachte ehrlich gesagt, jetzt sagt sie, okay, dann hüpfen wir da hoch, aber...
Nun gut, scheinbar hat sie keine Lust drauf. Ist auch in Ordnung. Ladies and Gentlemen, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut. Beim nächsten Mal geht es dann hier weiter mit der Let's Play Soul Like a Spider. Ich würde sagen, bis dann sehen wir uns hoffentlich wieder. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen, ciao.